Am Wochenende habe ich ein Seminar für Unternehmer besucht und dort kam ich ins Gespräch mit einem Agenturinhaber. Und wir haben sehr schnell einen Schnittpunkt gefunden, nämlich das Stichwort Firmenversicherung. Und er wollte das Thema Firmenversicherung für sich lösen und wir sind ja gerade dort spezialisiert auf Unternehmen im Dienstleistungsbereich und haben auch etliche Agenturen als Kunden bereits. Und er hat mir dann gesagt, ich wollte das Ganze für mich lösen, aber habe es jetzt dann doch wieder aufgeschoben, habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Dann hat er mir erzählt, für ihn, er hat 7 Mitarbeiter, das heißt, seine Agentur ist schnell gewachsen. Er macht konstant seinen 6-stelligen Monatsumsatz. Nur das Thema Versicherung, das hat er bisher immer aufgeschoben, weil er gesagt hat, mich interessiert das Thema nicht. Versicherungen, ich mag es einfach nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich will mir auch dafür keine Zeit aufwenden, nur er hat erkannt, gerade bei der Größe mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kunden, er hat eine gewisse Verantwortung und deswegen hat er sich das auf seine To-Do-Liste gesetzt. Und für ihn war direkt klar, ich möchte das Ganze simpel, einfach, schnell und effizient haben und möchte mich nicht tief mit dem Thema befassen. Das heißt, sich genau anzuschauen und selbst einzuarbeiten in die Materie, um dann online etwas abzuschließen, einen falschen Haken zu setzen, im Schadensfall wird gegebenenfalls nicht geleistet, das kam für ihn nicht in Frage. Was er brauchte eine Beratung und er hat sich zurückerinnert, er kommt aus einer kleineren Stadt in Deutschland und hat dort so sein Stammlokal, sein Stammrestaurant, wo er sehr gerne essen geht und dort in der Nähe, unmittelbarer Nähe, ist eine Versicherungsagentur, das heißt ein Schild mit einem Namen der Versicherungsgesellschaft, ein Produkt und er hat sich dann mal einen Vormittag geblockt, hat sich in sein Auto gesetzt, Parkplatz gesucht, ist in das Ladenlokal gegangen, hat sich dann dort angekündigt, ja, eine Nummer gezogen, im Wartezimmer dann Platz genommen. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kam er dann letzten Endes dran und hat sich dann, saß dann mitten in der Beratung. Was er mir gespiegelt hat, was ihm schon zu Beginn nicht so gut gefallen hat, war einfach das Thema, dass die Person auf der Gegenseite war sehr traditionell, das Thema nicht richtig verstanden hat. Also das heißt, eine HR-Agentur mit einer Spezialisierung. Es ging erst mal Viertelstunde, halbe Stunde überhaupt mal darauf hin, was ist genau das Berufsbild, normale Personalvermittlung, Headhunting, das kannte er, aber was er jetzt im Speziellen macht, wie das Business aussieht, da brauchte er wirklich sehr, sehr viel Erklärungszeit, um ihm das zu präsentieren. Und das war schon so das nächste Thema, weil er zu sich selbst gesagt hat, wie kann jemand für mich ein geniales Konzept erstellen, wenn er noch nicht mal genau weiß, was ich eigentlich letzten Endes mache. Also wie will er dort die Risiken und so weiter und so fort erkennen. Und es ging dann in die Beratung. Es wurde sehr, sehr viel mit Fachbegriffen um sich geworfen. Es war ja generell sehr sachlich, sehr, sehr fachlich, diese Beratung. Und ja, nach der Beratungszeit hat er eigentlich dort gesessen und hat gar nicht genau verstanden, welche Versicherung brauche er jetzt und welche Versicherung ist jetzt sinnvoll. Also er hat einfach nicht den Überblick bekommen, keinen roten Faden, hat dann einen Stapel Papier in die Hand gedrückt bekommen. Schauen Sie sich das Ganze in Ruhe an, wir melden uns wieder bei Ihnen. Er setzt sich wieder ins Auto, fährt in sein Büro, legt die Sachen nebenhin und ja, der Alltag geht weiter. Jetzt passiert Folgendes und zwar, er wurde einfach nicht mehr angerufen. Das heißt, er wurde beraten, hat Angebote bekommen in Papierform und er wurde nicht mehr angerufen. Und das war der Hauptpunkt, den er mir gespiegelt hat, wo er gesagt hat, da komme ich nicht zusammen, weil ich habe eine ganz andere Mentalität. Ich bin hinten dran, dass meine Kunden in der Zusammenarbeit mir die Unterlagen senden. Bei mir ist es wichtig, dass meine Kunden Ergebnisse haben. Allein auch in der Kundenanbahnung. Wenn ich mit jemandem besprochen hatte, der aktuell keinen Bedarf hat, aber dann gesagt hat, ich soll mich dann noch mal in einem halben Jahr melden oder in ein paar Monaten, weil es da dann für mich akut wird und ich melde mich dann nicht mehr, das passt nicht für ihn. Und ich habe ihm aber dann, er kam dann zu uns und hat dann unsere Beratung ist einmal durchlaufen und hat dann danach eigentlich mal so Revue passieren gelassen, hat dann gesagt, das war ja ganz anders, das sieht ja, das waren ja Welten. Und warum war das so? Ja, wir haben seit 2019 ist es bei uns so, dass wir komplett digital sind. Wir haben natürlich auch die traditionellen Wege, das heißt, man kann bei uns natürlich auch sehr gerne im Büro vorbeikommen,
E-Mails schreiben, alles in dem Sinne tun. Aber für uns ist entscheidend, dass wir hier mit Online-Beratung, ja, mit einem Premium-Support, was über WhatsApp, über Handy etc. läuft, dass wir einfach so arbeiten. Und das hat für ihn super gut gepasst. Und er hat gesagt, ja, das war einfach von der Effizienz her. Ich war einfach und habe mich eingeloggt. Ich hatte Vorbereitungszeit null, weil ich einfach nur den Link angeklickt habe. Und für ihn war das sowieso Daily Business, weil er genau so seine Agentur aufgestellt ist. Er hat deutschlandweit Kunden, die er letzten Endes berät, und das läuft alles komplett digital. Und das heißt, für ihn ist es auch dann entscheidend, dass er einen digitalen Ansprechpartner hat. Und das hat er uns gespiegelt und hat gesagt, es ist super, ja, ich habe keinen Zeitaufwand, der in dem Sinne da ist, sondern ich kann einfach kurz das Gespräch führen. Für ihn war dann auch nochmal entscheidend, weil ja, nachdem er kurz gesagt hat, was er macht, dann war das für uns klar, weil wir etliche Kunden im Agenturbereich betreuen, genau wissen, egal welche Ausprägung, welche Konzepte dort sind und welche Konzepte angebracht sind, welchen Schutz man benötigt und welchen Schutz man letzten Endes nicht benötigt. Und dann habe ich das Ganze eben komplett transparent dargelegt, erklärt, Erstgespräch, es wurde die Analyse gemacht von der Ist-Situation, es wurde mit ihm gemeinsam ein Konzept erarbeitet, auch auf seine Wünsche und seine Bedürfnisse, nochmal, wo er sein eigenes Risikoprofil sieht, dann zugeschnitten. Und dann im zweiten Gespräch, was natürlich auch digital abgelaufen ist, da kam es dann letzten Endes zum Signing und wir haben ihn bei uns dann als Kunden begrüßt. Und das ist auch das Thema, wo wir ganz klar dabei sind, wo wir sagen, wenn du jetzt ja Unternehmer bist, das heißt, der im Dienstleistungssegment dann tätig ist und vielleicht selbst ja eine Agentur oder Online-Beratung letzten Endes anbietet, dann ist es für dich doch sowas von entscheidend, dass du auch einen Ansprechpartner hast, A, der dich, dein Business und auch deine Probleme und Herausforderungen versteht, und B, du möchtest doch jetzt nicht, dass du den Prozess, den du in deinem Unternehmen aufbaust, auch mit den Schnittpunkten, wo du sagst, ich möchte alles digitalisieren und möchte es in skalierbare Prozesse gießen, da ist es doch jetzt nicht für dich das Thema, dass du jetzt sagst, ich setze mich jetzt hier ins Auto und ziehe mir Nummern und trinke jetzt Kaffee bezüglich dem Thema Versicherung, sondern du sagst doch auch, ich will schnell, effizient, online, digital, möchte ich in dem Sinne meine Lösung haben und ich möchte, dass mein Ansprechpartner für mich immer erreichbar ist und dass die Kommunikation reibungslos und vollkommen digital abläuft. Und wenn das für dich interessant ist und du dir Gedanken gemacht hast, gerade was jetzt das Thema Versicherung angeht, du weißt gar nicht, du hast zu viel abgeschlossen oder du hast vielleicht das Gefühl, dass dein Berater dich gar nicht richtig versteht oder du hast in deinem noch gar nichts gemacht, du bist einfach letzten Endes komplett blank, dann habe ich dir unter dem Video einen Link beigefügt. Da kannst du einfach draufklicken, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Da schauen wir erst einmal, wo du stehst, was du überhaupt benötigst, ob eine Zusammenarbeit von beider Seiten Mehrwert liefert. Und dann freuen wir uns auf dich, dein Marc Sonnet.